Hallo, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung. Der Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Autorin und Hormoncoach und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ja, diesmal mal wieder eine Solo-Podcast-Folge mit mir allein. Du darfst einmal nur mir lauschen. Und eine Folge oder ein Thema, was ich schon länger im Kopf habe, was ich aufnehmen wollte, ist tatsächlich, was ich von meinem kleinen Welpen gelernt habe. Und vielleicht weißt du es ja, ich hatte im Oktober einen kleinen Welpen oder wir hatten einen kleinen Welpen für 6 Wochen. Ist leider, hat das Herz aufgehört zu schlagen, das war ganz, ganz schlimm. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern vielmehr, was ich habe mich im letzten Jahr auch sehr viel mit dem Nervensystem auseinandergesetzt, mit unserem Nervensystem auseinandergesetzt, mit unterdrückten, unverarbeiteten Emotionen und ja, was das auch mit unserer Hormonbalance zu tun hat. Ich habe da ja auch einen Workshop gegeben, weil bei Unsicherheit, Hello Self-Empowerment, den haben wir im August gegeben. Das war wirklich ein wunderschöner 2-Tages-Workshop. Kann sich übrigens immer noch dazu anmelden und mit der Aufzeichnung wundervoll arbeiten. Also wir haben da ganz wirklich tolles Feedback bekommen zu diesem Workshop. Und damals hatte ich mich auch schon dann mit der Hundeerziehung auseinandergesetzt und wie man mit kleinen Welpen eben arbeitet und wie man den sozialisiert und an für ihn ja ungewohnte Dinge heranführt. Und mir ist da auch bewusst geworden, dass das ein super, super Beispiel ist und eine Vereinfachung, wie das auch bei uns Menschen funktioniert oder wenn wir klein sind und wie wir Erlebnisse, die wir als Kind oder ja manchmal auch schon im Mutterleib oder halt bei der Geburt oder dann, wenn wir uns eigentlich nicht dran erinnern können, aber wie eben bestimmte Erfahrungen uns eben heute noch prägen und bestimmte Verhaltensweisen bei uns oder Muster, Verhaltensmuster tatsächlich mit an den Tag führen, ohne dass wir das irgendwie wissen. Weil bei Hunden ist es zum Beispiel total spannend. Ja, eine Sache, die ich ganz spannend fand, war zum Beispiel, ich meine, kleine Hunde sind ja als Kläffer bekannt, dass die immer kläffen und relativ viel bellen. Und das ist denen jetzt nicht unbedingt angeboren, sondern das ist teilweise dadurch, welche Erfahrungen sie eben gerade auch in ihrem Welpenalter gemacht haben. Und das finde ich so einprägsam. Ja? Warum haben so kleine Hunde? Warum sind die so clever? Warum sind die immer so, ja, manchmal, also manche sind ja wirklich biestig, kann man so sagen. Und das liegt nicht daran, wie ich schon gesagt habe, dass die kleine Welpen werden damit geboren, sondern das ist einfach, weil sie so klein sind, haben sie andere Erfahrungen gemacht als große Hunde. Vielleicht auch ganz besonders mit uns Menschen, mit Kindern oder wie auch immer, die vielleicht auch die Grenzen von den Hunden nicht wissen und vielleicht vor diesen kleinen Hunden weniger Angst haben als vor großen Hunden. Und diese kleinen, Mini-Kleinwelpen, ja, von diesen kleinen Rassen, die sind zum Beispiel sehr viel häufiger, also dass wir zum Beispiel als Mensch deren Grenze nicht wahren und einfach trotzdem die knuddeln oder irgendwie die ärgern oder was auch immer, weil wir das süß finden. Also die geben uns auch schon als Welpen Anzeichen davon, dass sie das eigentlich gerade nicht so toll finden. Aber natürlich sind die so klein, dass wir das übergehen, als wenn das jetzt ein großer Hund wäre, der halt ein bisschen größere Zähne hat und ein bisschen gefährlicher aussieht. Da wahren wir diese Grenzen viel mehr. Und wenn dieser Hund, dieser kleine Welpe, diese kleine Rasse immer wieder diese Erfahrung gemacht, dass er immer wieder die Grenzen überschritten wird und immer wieder, also da auch das Nervensystem natürlich, es zeigt ja schon an, ja, Hunde zeigen in der Regel immer an, bitte hier nicht weiter oder das möchte ich nicht. Und ja, wenn da die Grenzen immer überschritten werden bei solchen kleinen Hunden, dann werden sie eben ganz, ganz häufig zu bellenden Hunden, weil das vielleicht etwas ist, wie sie sich Aufmerksamkeit erschaffen können, weil das dann irgendwie die letzte Notbremse ist. Und deswegen ist das ein bestimmtes Verhaltensmuster, was sie zum Beispiel dann immer, auch wenn sie erwachsen sind, in Anführungsstrichen, immer noch an den Tag legen. So mal ein Beispiel. Aber worum es heute gerade geht und wie ich das vielleicht mit unserem Nervensystem verknüpfen möchte und wie das vielleicht
mit auf uns übertragbar ist, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganz, ganz kleinen, süßen Welpen haben und der hat vielleicht häufig ganz viel Angst vor ungewohnten Dingen. Und nehmen wir jetzt einfach mal eine Mülltonne, die für uns ja überhaupt nicht beängstigend ist. Aber wenn jetzt so ein Hund, so ein kleiner Welpe, auf einmal so eine Mülltonne sieht, so eine schwarze, so eine Umwelttonne. Ich weiß nicht, ob das in Bundesländern immer unterschiedliche Farben hat, aber bei uns in Brandenburg war, glaube ich, die Umwelttonne. Die Biotonne war auch grün, aber es gab auch mal eine dunkle. Egal. Die sieht eben bedrohlich aus. Stell dir vor, da ist eine dunkle Tonne, die halt ganz bedrohlich für so einen kleinen Welpen aussieht, der natürlich auch nochmal eine Stufe kleiner ist als wir. Und wir wissen natürlich, die Tonne, die steht da immer nur rum, die macht ja gar nichts. Dieser kleine Welpe will vielleicht aber gerade, sieht die vielleicht schon aus 10 Metern und traut sich eben nicht näher heran. Wenn wir jetzt aber als Herrchen oder Frauchen diesen Hund dann einfach mitziehen, dann ist das sozusagen auch wieder eine Grenzüberschreitung. Das Nervensystem kann da gar nicht mitkommen. Der Hund kann das oder der Welpe kann das nicht in seinem eigenen Tempo gehen, sondern er muss sich einfach dieser Situation dann auf einmal stellen und hat eigentlich im Prinzip riesengroße Angst. Und dadurch, dass wir diesen Hund da vielleicht gerade mitziehen, verknüpft er das zum Beispiel auch jetzt mit dieser Tonne. Und für die ist diese Tonne etwas ganz Gefährliches und wird vielleicht im Laufe des Lebens, vielleicht reicht schon allein dieses eine Erlebnis, aber wenn das öfters so passiert, weil man jeden Tag an dieser Tonne vorbei muss und der Hund einfach das nie so wirklich, nicht lernt, das ist nicht das richtige Wort, aber nie so wirklich in seinem Tempo, sein Nervensystem daran gewöhnen kann, dass diese Tonne eigentlich safe ist, dass die gar nichts macht. Ja, dann wird der Hund praktisch im Sinne so ein bisschen traumatisiert und wird vielleicht sein Leben lang einfach immer Tonnen anbellen oder Angst vor diesen Tonnen haben und immer einen riesengroßen Bogen drum machen wollen. Wenn wir aber zum Beispiel so einen kleinen Welpen, wenn wir den haben und einfach okay, nicht okay, wenn wir ihn einfach sehen und dann merken, okay, ich bleibe hier einfach mal mit dem Hund stehen. Und vielleicht sieht der Hund, die Tonne bewegt sich nicht und traut sich so ein Stück mehr ran, aber der Hund gibt so ein bisschen das Tempo vor. Ja, vielleicht können wir auch den Hund so ein bisschen unterstützen, indem wir den Hund einfach da lassen, wo er ist, an die Tonne rangehen, ganz neutral die Tonne einmal berühren, wieder zurückkommen, dass der Hund einfach sehen kann, ey, die ist safe. Und das ist so ein bisschen, dass der Hund sich selber daran gewöhnen kann, dass das sicher ist, dass dieser Gegenstand sicher ist. Und es passiert auch mit unterschiedlichsten Personen. Ja, es ist nicht einfach so, dass ein Hund jede Person einfach immer total überhaupt keine Angst hat. Es kann sein, dass ein Hund mit eine Person mit Krückstock sieht und einfach dieser Krückstock total suspekt ist. Und wenn der Hund es nicht lernt, dann hat er vielleicht sein Leben lang ein bisschen Angst davor oder Respekt davor und zeigt andere Verhaltensweisen, als das, was man eigentlich möchte. Und das jetzt auf uns übertragen. Gerade als Kind sind wir natürlich sehr, sehr, sehr empfänglich für Dinge, wo unser Nervensystem vielleicht nicht wirklich mit rankommt. Also es können natürlich Situationen sein, wo vielleicht wir als Kind auch gesagt bekommen, ach, hab dich mal nicht so, sei doch lieb. Also ganz, ganz häufig als Kind werden ja bestimmte Grenzen vielleicht auch nicht gewahrt, ja. Wenn wir als Kind zum Beispiel die Oma nicht umarmen wollen, dann wird uns gesagt, naja, das macht man aber so nicht, ne? Die Oma, man gibt ihr ein Küsschen. Und das ist immer so ein bisschen so eine kleine Grenzüberschreitung, wo wir natürlich vielleicht gerade als Frauen, also ich ganz, ganz definitiv, dieses People-Pleaser-Ding mitnehmen und dann eben unsere Grenzen nicht setzen können und immer die Liebe und Artige sein wollen, weil wir das einfach mitnehmen, weil wir das so gelernt haben. Und dann fällt es auch teilweise extrem schwer, aus diesen Verhaltensmustern auszubrechen, weil das wirklich so ein, also wie ich das bei mir empfinde, ist es wirklich eine Nervensystem-Rebellion in mir, weil erstmal ganz viele Gedanken ablaufen, aber tatsächlich auch wirklich körperlich teilweise, je nachdem, ja, wie schwer das für jemanden ist. Für mich war das teilweise super schwer und ich habe immer wieder gemerkt, also mein Nervensystem hat teilweise so heftig darauf reagiert, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe, einen anderen Weg einzuschlagen, meine Grenze wirklich zu setzen. Mal irgendwie in Anführungsstrichen nicht die liebe Julia zu sein, was im Prinzip eigentlich nur heißt, dass ich einfach eine Grenze setze und einfach mal Nein sage. Aber das kann sich manchmal schon
so schwer anfühlen, so, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich abgelehnt, dann werde ich nicht geliebt, dann bricht ein Streit aus oder wo auch immer wir Angst vor haben, welche Situationen und Ängste wir eben als Kind vielleicht nie wirklich verarbeiten konnten, weil wir einfach vielleicht in eine bestimmte Sache reingedrängt worden sind oder irgendwie gar nicht gelernt haben, eine andere Verhaltensweise an den Tag zu legen, um es jetzt nicht wieder richtig ausgedrückt, aber einfach, dass wir nicht gelernt haben, dass solche Situationen sicher sind und dass es sicher ist, auch Nein zu sagen. Sicher ist oder okay ist zu sagen, zum Beispiel, ich möchte die Oma jetzt gerade nicht umarmen und Oma damit jetzt auch mal fein ist und wir auch nicht gezwungen werden von Mama oder Papa, dass die Oma jetzt aber traurig ist und dass wir sie umarmen werden müssen, weil wir so eben immer lernen, dass eigentlich die Gefühle und Bedürfnisse von anderen Menschen wichtiger sind als unsere eigenen Bedürfnisse. Und natürlich fängt das in der Erziehung an, aber ich glaube, ja, wenn man sich da eben nicht so bewusst drüber ist, auch als Elternpaar und vielleicht auch nicht selber diese Schritte vielleicht geht und dann bei den eigenen Kindern vielleicht was anderes macht, das ist so ein bisschen gang und gäbe. Ich bin auch so aufgewachsen und es soll auch überhaupt nicht sein, dass ich jetzt jemanden ankreiden möchte, dass es irgendjemand falsch gemacht hat oder dass das schlimm wäre. Aber wir geben das halt von Generation zu Generation weiter. Und ich glaube, jetzt fängt es so ein bisschen an, dass wir uns damit auseinandersetzen und gucken, dass auch kleine Kinder schon Grenzen haben und dass wir ganz viel eben mitgeben. Und ich finde tatsächlich dieses Beispiel von einem Welpen, das war sehr vereinfacht gesagt. Und ich glaube, dass es bei uns noch manchmal sehr viel komplexer ist mit wirklich Gedanken, Gefühlen und diese Verknüpfung und dann Entstehung von Glaubenssätzen und ganz großen, ich meine, das sind doch kleine traumatische Erlebnisse, die wir haben, wo wir immer wieder zurückstecken und immer wieder Angst haben, dass es eben nicht sicher ist, genau die zu sein, die ich eigentlich bin. Die Wahrheit, die ich eigentlich leben möchte, und zwar, dass das mir gerade zu viel ist oder dass ich da gerade nicht kann, dass wir nie gelernt haben, wirklich Gefühle auszudrücken, beziehungsweise wir nie gelernt haben, dass es okay ist, genau das zu fühlen, was wir eben gerade fühlen und damit okay zu sein, wenn Oma das jetzt nicht toll findet und dass es okay ist, dass Oma es nicht toll findet. Ja? Aber für mich ist es auch okay, das eben gerade nicht zu wollen. Aber als Kind haben wir eben diese ganz große Angst und diese Abhängigkeit ja auch von gerade den erwachsenen Menschen um uns herum, dass das eben nicht gut geht und wir eigentlich ja auch in diesen Momenten immer die Erwachsenen brauchen, die uns in dieser Situation helfen. Und dadurch, dass aber auch die Erwachsenen teilweise das ja nie wirklich gelernt haben und das eben so ist, was man eben macht, dann wird das eben immer weitergegeben. Und das können wir jetzt so ein bisschen durchbrechen und vor allen Dingen bei uns selbst jetzt erstmal anfangen, dass wir selber wieder lernen, dass solche Situationen sicher sind, wenn ich Nein sage, dass ich meine Grenzen setze, dass wir jetzt sozusagen diese imaginäre Mülltonne und unsere Verhaltensweisen, die wir um diese Mülltonne herum tatsächlich an, die immer wieder unterbewusst anspringen und dass wir das immer wieder so machen, nämlich, dass wir immer Ja sagen, wo wir Nein meinen, dass wir da jetzt mal ganz bewusst reingehen und das wirklich spüren, dass da jetzt diese imaginäre Mülltonne sozusagen steht, vor der wir jetzt eigentlich Angst haben und wo wir uns gerade nicht näher ran trauen. Diese Mülltonne ist jetzt zum Beispiel mal, wir sagen Nein. Und anstatt die Mülltonne anzubellen, war das jetzt immer unser, okay, wir sagen immer Ja und dann löst sich die Mülltonne sozusagen in Luft auf und das Problem ist nicht mehr da. Jetzt ist aber die Mülltonne da und wir wollen was anderes machen. Und zwar sagen wir Nein. Und das hat teilweise so einen richtigen inneren Konflikt. Also, das hört sich immer so absurd an. Ja? Das ist doch einfach leicht, einfach mal Nein zu sagen. Aber das ist es eben viel oder oft eben nicht. Weil wir so eine große innere Angst haben. Oder es ist vielleicht für jeden auch unterschiedlich. Oder das ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen, diesem Nein sagen. Aber wenn wir das nicht machen, würde es uns in uns immer auch eine kleine oder große sogar teilweise Anspannung geben, die sich körperlich bemerkbar macht und eben auch durch unsere Hormone sich bemerkbar macht. Und ja, das wollte ich dir heute einfach mal mitgeben, weil das ein schönes, vereinfachtes Beispiel ist. Weil ich bei uns Menschen ist das immer so, es ist viel komplexer. Ja, und dann kommen immer die Gedanken rein und die Kinder und wie wir lernen, wie wir das aufsaugen, wie abhängig wir sind von unseren Eltern oder Bezugspersonen und wie dann eben so eine traumatischen Erlebnisse passieren. Und ich finde so Welpe und Mülltonne und wir als Welpen, Herrchen oder Frauchen, ja, wie wir eben
wie sich das widerspiegelt und wie wir das übertragen können. Und yes, und das Ding ist natürlich, jetzt haben wir gerade nicht mehr die Eltern, die worauf wir jetzt Händchen halten, die uns an die Mülltonne näher führen können, sondern wir können jetzt wirklich unsere Aufmerksamkeit schulen und immer wieder gucken, wenn wir in solche Situationen kommen, wo wir merken, es tut mir nicht gut, diese Verhaltensweise, und ich muss für mich etwas anderes lernen. Wie kann ich mein Nervensystem da beruhigen? Und da gehe ich tatsächlich in meinem Workshop, den ich schon am Anfang genannt habe, bei Unsicherheit wirklich intensiv, oder da gehen wir intensiv drauf ein. Ich habe auch Gastspeaker mit drin. Also wir gucken das auch so ein bisschen aus der Human Design Richtung, dass wir das beleuchten. Da war Christina mit bei uns. Christina Keller, die Human Design Expertin ist. Janina, die uns auch da mit in die Psychologie so ein bisschen mit reinnimmt. Genau, also da haben wir ganz viele Gastspeaker und natürlich ich auch. Ich spreche da sehr, sehr viel über das Nervensystem, wie das funktioniert. Wir gehen da wirklich tief rein. Was können wir machen? Welche Übungen gibt es vielleicht auch, dass wir wirklich zum Beispiel lernen, diese Grenzen zu setzen, oder dass wir lernen, selbstbewusster auch zu werden mit unseren Entscheidungen, weil es oft häufig darum geht, und das ist eigentlich, warum dieser Workshop geboren worden ist oder aus mir herausgekommen ist, ist tatsächlich, weil ich so viele Fragen bekomme, Julia, ich weiß nicht, was ich machen soll, Pille absetzen, Pille nicht absetzen, dies oder das, was soll ich machen, die sagen das, und wir dürfen einfach immer wieder mehr dahin kommen, was fühlt sich für mich gut an? Was möchte ich eigentlich? Und darauf baut dieser ganze Workshop einfach auf, dass wir unsere innere Essenz wieder finden, uns damit verbinden können und das eben auch nach außen tragen. Das hat meiner Meinung nach eben sehr viel mit diesem Nervensystem regulieren auch zu tun, dass wir anfangen, das zu lernen, uns selbst zu regulieren und in diesen Situationen eben zu sein. Das ersetzt natürlich keine Therapie. Also bei manchen Dingen bedarf es natürlich wirklich ein bisschen intensiver darüber zu sprechen und da wirklich in Therapieform wirklich dran zu arbeiten und da Schritt für Schritt ranzugehen. Aber es gibt eben kleine Dinge im Alltag, gerade in unseren Beziehungen auch, die wir unglaublich gut nutzen können, um selber daran zu wachsen. Und ich habe sehr viel selber gerade in meiner Beziehung als Spiegel auch verwendet und mich so sehr weiterentwickelt daran. Und das ist alles in diesem Workshop geflossen. So, und das war heute mal so ein kleiner Einblick daran. Das wollte ich dir mal geben, was mir mein kleiner Welpe gelehrt hat in diese Richtung. Und ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Es war mal ein bisschen noch mal ein anderes Thema. Ich finde das aber sehr, sehr spannend und ich weiß, dass es sehr viele interessiert. Ganz viel oft nicht Nein sagen kann und immer dieses liebe Mädchen-Syndrom haben und ich auch, ja, das manchmal schwer finde, sich davon zu lösen, weil man, und das ist auch nie geradlinig, das ist manchmal so ein Auf und Ab und manchmal fällt man noch da rein und dann fällt einem auf, warte mal, jetzt war ich gerade wieder die Liebe und habe meine Grenze überschritten und eigentlich meine eigenen Bedürfnisse und es tut mir gerade nicht gut, warte mal. Ich glaube, ich muss hier was anderes machen und ich möchte, dass du da einfach anfängst, weil es einfach dir und deinen Hormonen gut tun wird, deine Grenzen zu setzen. Und yes, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Falls du in den Workshop reingehen möchtest, die Links findest du natürlich in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir alles Liebe für dich im Abend. Deine Julia. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, ja Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach. Und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist
hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist 4 Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamische Amenorrhö, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter diesem Zyklusproblem, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in dein E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance, das Ergebnis bekommst, was auf dich wahrscheinlich eher zutrifft, um dich eben in diese richtige Richtung zu stupsen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, was liegt denn eigentlich hinter meinen Zyklus-Dysbalancen? Warum bleibt mir eine Periode aus? Die Ursachen können so unterschiedlich sein, aber je nachdem, was wirklich die Ursache ist, dürfen wir auch immer ein bisschen anders daran gehen. Ja, das heißt, wenn ich PCOS habe, dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenorrhö-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei PCOS mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht's ja eigentlich bei mir? Ja, worum geht's ja eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net/zyklus-test oder du gehst einfach auf die Startseite meiner Website, da einfach auf den Hormontest klicken und wie gesagt, der kostet dich wirklich 0 Euro. Du kriegst das Ergebnis ganz easy peasy in deinem Mailpostfach und das ist einfach ein gratis Angebot von mir für dich, damit du einfach ein bisschen besser in die richtige Richtung gelenkt werden kannst, weil ich weiß ganz persönlich, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, aber eben nicht die richtigen Dinge und man einfach nirgendwo ankommt und landet und der Zyklus einfach nicht besser wird, sondern irgendwie gefühlt immer nur schlimmer. Deswegen schau da rein, juliaschulz.net/zyklus-test und ich schreibe es dir auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da einmal vorbeischaust und für dich diesen Test, ja, einfach mal machst und für dich ein bisschen mehr in die richtige Richtung gestupst wirst.